Fadal. Es gibt ja ein paar Hadithe oder allgemein im Islam wird ja Sklave oder Sklavin bezeichnet oder genannt. Mhm. Kann man das in der heutigen Zeit verstehen? Gibt es in der heutigen Zeit noch Sklaven oder Sklavinnen? Nein. Der Islam, liebe Geschwister, als er gekommen ist, gab es diese Sklaventum schon. Und was hat der Islam geboten? Und ihr wisst, eine Kafara, was ist eine Kafara? Eine Wiedergutmachung. In wie vielen Hadithen steht und Ayat steht, dass man was befreien soll? Also was hat der Islam vorgehabt? Dieses Sklaventum weiter zu bestätigen oder es abzubauen? Das heißt, bis zur heutigen Zeit, walhamdulillah, haben wir diesen Sklavenmarkt nicht mehr. Das war das Ziel. Und die damaligen Salaf, wenn sie sich selbst Unrecht angetan haben, was haben sie immer gemacht? Sie haben einen Sklaven befreit. Und schaut mal, walhamdulillah, heute gibt es keine Sklaven mehr. Ich wundere mich über Leute, Brüder, mashallah. Er kommt nicht zum Unterricht und lernt nicht, aber wenn du ihn sagst, es kann sein, dass in Mauretanien noch ein Sklavenmarkt ist, du siehst ihn nicht mehr, du siehst nur noch seinen Hinterkopf, der hat schon einen Flug gebucht. Da ist er bereit, nach Mauretanien zu fliegen, um nach einer Sklavin zu suchen, die es nicht mehr gibt. Und die Besten sind die Takfiris auf der Straße von Berlin. Ein Bruder hat einen gesehen mit einer Blondhaarigen. Er sagt zu ihm, A'udhu billah, fürchte Allah. Er sagt, nein, Achi, das ist meine Sklavin. Gut, sie hat das jetzt nicht so gesehen, aber das ist ja auch nicht wichtig, ne? Das ist meine Sklavin. Möge Allah es uns bewahren.